Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Ich fand Ihre letzten Entscheidungen sehr gut. Das ist unsere Geschichte. November 2038. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Ich meine, er hat recht. Und was machen wir jetzt? Jetzt darf ich mich entscheiden. Verdammt. Build your future. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Na, dann finden wir mal den Server der Fladen. Wir gucken uns noch um. Die Zeit muss sein. Fragen, die jeden interessiert. NATO-Sicherheitsrat über arktischen Disput gespalten. Moment, waren vor Dritten Weltkrieg. Ah ja. Wer ist es? Die Frage, die jeden interessiert. Anschluss an die Piratensendung in Detroit wollen alle wissen, wer ist dieser Android? Eine staatliche Ermittlung läuft, um den Android aufzuspüren und uns zu neutralisieren. Doch bezüglich der Details sind die Gesetzeshüter äußerst einsilbig. Augenzeugen berichten, dass der Android mit Komplizen in die Dartford Tower eingedrungen ist. Dem Zentrum des Detroiter Lokalfernsehens. Die Androiden waren bewaffnet und organisiert. Sie befolgten eindeutig Anweisungen des geheimnisvollen Anführers. Was uns zum wahren Rätsel die Situation führt. Woher kam der Android? Wie konnte er gewaltbereit werden? Und welche Art Fehlfunktion erklärt ein solches Verhalten? Bis das FBI das Ergebnis seiner Ermittlungen bekannt gibt, können wir nur mutmaßen. Doch eines ist klar, diese Spekulationen werden andauern, bis diese gefährliche Android zerstört ist. Android als Präsident, Fragezeichen. Aktuelle Studie spricht dafür aus, oha. Naja, Android als Präsident, ich meine, ich weiß nicht. Darauf habe ich lange gewartet. Sachlichere und sinnvollere Entscheidungen treffen wäre eine bestimmte Sache. Bei einem Androiden als Präsidenten. Ich meine, dazu gehört auch irgendwie. Ich meine, hier zu uns im Spiel ist das so, dass die Abweichler und die Schuldgefühle haben. Oha. Echt, ich weiß nicht. Also gehört schon. Ist okay, sie sind weg.
Da geht menschliches Fühlen auch mit irgendwie mit dazu. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Folgen uns. Der Laden ist die... Wir gucken uns jetzt mal einiges zu tun. Das ist eine Drohne, die uns jetzt schon gesehen haben könnte. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Okay, das sind nur zumindest ein, zwei Druiden los, die gegen uns stehen könnten, wenn sie nicht frei wären. Und das Kommando hätten uns aufzuhalten. Die Drohne macht mir Sorgen. Die hat uns gesehen. To commemorate the invention of Androids. Okay, der Erfinder der Androiden. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Kann mal jemand die Drohne entfernen? Ich finde die Drohne ein bisschen bedenklich. Die filmt doch bestimmt. Du bist frei. Mit Hand auflegen. Ist noch was, was nicht übersehen will? Wir waren gerade noch was angezeigt. Nur ein gelbes Licht. Scheint mir fast ein gelbes Licht zu sein. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Und wer ist mit der Drohne? Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Das? Ein Bauarbeiterroboter drin. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer. Ach was. Bald seid ihr bei uns. Und einige Druiden, die wir in diesem Moment nicht befreien können. Da hinten ist noch Sachen. Und das Gebiet, fangen die Drohne ab. Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr hier. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Okay.
erstmal die Druiden. Du bist jetzt frei. Zumindest den Verkehr aus. So, jetzt stört uns keiner mehr. Wenn sie weiter heftigere Gates durchkommen, sind wir kommen dann natürlich durch. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Steht in das da. Ein Druiden. Nicht Druiden. Du bist frei. Große Befreiungsaktion. War da nicht hier beim Auto noch was? Ich habe auf jeden Fall noch irgendwas übersehen. Da drüben, hier bei den Handwerkern. Können wir gegen die irgendwas machen? Was tun wir gegen euch? Als ob ich da nicht lang kann. Kann ich etwas gegen die Drohne tun? Wird berechnet. Das wäre zu hoch. In der Statue zu weit. Weit. Und das ist noch eine Möglichkeit. Drohnenreichweite. Na dann. Okay. Wäre zu hoch. Das wäre zu spät. Zu hoch. Durchführen. Na komm. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Hoffen wir mal. Ich
Schaufenster induzieren, steht denn das da? Jetzt haben wir noch 7 Minuten, okay. Das kriegen wir hin. Marcus! Siehst du das Alarmsystem? Das Alarmsystem. Identifizieren. Gefunden. Schaltet die Alarmanlage aus. Das ist nicht unklug. Das ist wahrscheinlich ein anderer Weg. Irgendwo ohne Kran da reinkommen. Das würden wir fast nie bauen, nicht so viel Randale zu machen. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Mehr Unterstützer. Ich bin der Revolution, aber bin wirklich der Friedliche, ohne viel Blut vergießen. Jetzt haben wir den Alarm ausgeschaltet. Gut gemacht, Marcus. Es wird früh genug Blut vergossen werden. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Okay. Dann brechen wir ein. Okay, wir kommen bei den Laster ran. Hier vielleicht. Worauf warten wir noch? Rüber da. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Zum Glück ist alles technisch hier. Was würdest du nur ohne mich machen? Einfach mit dem Truck da durchfahren, durch den Zaun. Das ist jetzt kein. Das ist keine Mauer oder so, dass wir da. Das Schloss stört uns da jetzt wirklich nicht mehr. Wir wollen mit dem Ding durch eine Glasscheibe fahren. Das geht da hier auch nicht mehr weh. Das könnte gleich etwas lauter werden. Zeit, bevor alle animiert werden. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Einsteigen. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Weg die Androiden.
Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Es wird auf jeden Fall einen Arm geben jetzt. Kann Norf mal auch ein bisschen mithelfen? Das ist doch das Modell von dem einen, der uns gestorben ist. Was mit ihr? North, alles okay? Holen wir sie heraus. Aha. Irgendwas war jetzt seltsam mit Snorth. Mein Name ist Marcus und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Wie bei einer Revolution. Dann folgt mir! Die Revolution ist gestartet. Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Botschaft an die Menschheit übermitteln. Verändern den Kapitolpark. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Markieren, abreißen. Markieren. Unser Symbol wieder. Okay. Ja, A und S sehen ein bisschen aus. W könnte was sein. Ich mag die Faust. Ausschalten. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeint. Wir schalten nichts aus. Manipulieren, schalten. Ausschalten wäre mir zu. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr Schicksal. Schenkt uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Fragen zu stellen.
Nee, wir zerstören dich. Wenn mein Traum, ich denke, also bin ich ein Planet, zwei Völker, vielleicht recht für Androiden. Nicht randaliert, Leute. Rauchbombe. Befreien. Hier. Das ist sehr wichtig. Ich sagte zwar, wir werden nicht randalieren, aber die Befreiung. Ja, Frieden. Straßenlaterne. Wir starten eine friedliche Revolution. Ich würde noch ein bisschen markieren, deswegen. Ich hoffe, das war's nicht schon. Oha. Prozent gewalttätig, das gefällt mir. Die Straße bewegen. Nicht umwerfen. Wir richten Blockaden. Wir zerstören nicht. Warum denke ich, also bin ich. Markieren. Markieren.
finde ich schade. Ich würde halt diese Autos umwerfen, das finde ich eine scheiß Aktion. Und jemand muss da morgen mit zur Arbeit fahren, das ist da. Finde ich nicht so toll. Eine kleine Markierung. Wir wollen den Menschen nicht wehtun.